Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir, heute dem Hörgenuss des Monats. Ja, wir Mädels vom Hörgenuss des Monats haben heute wieder ganz viele tolle Hörspiele, Hörpodcast-Genüsse für euch. Und ihr findet alle Mädels unten in der Infobox. Schaut da gerne mal bei den Mädels vorbei und hört euch an, schaut euch an, welche Hörtipps sie in diesem Monat für euch haben. Ja, das Konzept ist ja, dass wir innerhalb des Monats etwas hören und dabei dann den Hörgenuss des Monats für uns entscheiden und euch diesen vorstellen. Dabei handelt es sich in der Regel ja nicht unbedingt nur um Podcasts oder Hörspiele, die es nicht als Buch gibt. Wer jetzt sagt, ich kann gar nichts mit den Hörbüchern irgendwie anfangen, es sind natürlich dann auch Buchtipps. Also für alle, die jetzt von uns natürlich Hörbücher vorstellen, die gibt es ja meistens eben auch in Buchform und können dementsprechend natürlich auch gelesen werden. Und deswegen ist der Hörgenuss des Monats jetzt nicht nur etwas für Hörbuchhörer, sondern in der Regel natürlich auch für alle anderen, die eben Bücher lesen. Und mein Hörgenuss des Monats war eigentlich relativ schnell klar und eigentlich auch schon vor dem Hören dachte ich mir, ja, das könnte im November dann tatsächlich diese Reihe sein. Denn es ist eine Reihe, die ich re-gehört habe, also nochmal höre oder gehört habe, weil jetzt am 27., also gestern, der dritte Teil dieser Reihe herausgekommen ist. Und ich zeige euch erstmal die wunderschönen Bücher, bevor wir dann zum eigentlichen Hörgenuss kommen. Und zwar geht es um die Reihe von Neil Schusterman, um die Size-Reihe. Es ist eine Trilogie und hier halte ich den wunderschönen ersten Band, die Hüter des Todes, in der Hand. Und ich finde die Optik einfach wunderschön. Und man sieht schon, wenn Hörbücher dann ins echtes Buch im Regal stehen, dann kann es sich nur um Highlight-Bücher handeln. Ja, entdeckt habe ich die Reihe 2017, als sie herausgekommen ist mit dem ersten Band. Im März 2018, passend zur Buchmesse, ging es dann mit Der Zorn der Gerechten weiter. Das Buch hatte ich damals gelesen, weil das Hörbuch verspätet herauskam. Und ich habe in Leipzig dann tatsächlich eine Signatur von Neil Schusterman in meinem zweiten Teil erhalten. Ich muss ehrlich sagen, ich hätte es zu anstrengend gefunden, beide Bücher mit mir herumzuschleppen. Wir hatten ein Blogger-Treffen, was ich richtig toll fand, und vorher hat er auch schon über die Bücher berichtet. Und wir mussten jetzt 1,5 Jahre warten, um dann endlich den dritten Band, das Vermächtnis der Ältesten, in Händen zu halten. Die Bücher sind im Sauerländer Verlag erschienen und werden vertont vom Argon Hörbuch Verlag. Und der hat mir jetzt schon zugesichert, ich habe da nämlich tatsächlich schon vor einer ganzen Weile nachgefragt, muss ich auf den dritten auch wieder etwas länger warten, wie damals beim zweiten? Und nein, der Argon Hörbuchverlag war so nett, mir direkt zu antworten, nein, alles gut, das Hörbuch erscheint mit Datum des Buches. Und das Buch ist schon 1,5 Wochen davor bei mir eingezogen, hat nämlich auch ein Wendecover. Ich weiß, wir sind hier beim Hörgenuss, aber man muss darüber sprechen, dass sich der Verlag wirklich die Mühe gemacht hat. Und das ist jetzt die neue Art der Cover, die der amerikanischen im Grunde nachgemacht ist. Mir gefällt sie nicht ganz so gut, es ist aber wirklich Geschmackssache, ist gar keine Frage. Und umso schöner finde ich es, dass man für alle, die jetzt den dritten Band kaufen, die Möglichkeit geschaffen hat, sich das Buch so anzupassen, dass es eben zum Rest der Reihe passt. Und so ist dann eben auch das Vermächtnis der Ältesten bei mir eingezogen, den ich jetzt natürlich noch nicht gehört habe. Nichtsdestotrotz ist Band 1 und 2 definitiv mein Hörgenuss des Monats. Neil Schusterman hat hier eine Dystopie erschaffen, die eigentlich eine Utopie ist, denn wir sind in einer Welt in der Zukunft, in der der Mensch ewig leben kann. Alle Todeskrankheiten, alles, was irgendwie mit dem Alter zu tun hat, wurde abgeschafft. Wir können uns sogar resetten und zum Beispiel sagen, so, ich bin jetzt 80, möchte aber aussehen und sein wie 30. Und das kann man jederzeit machen. Wenn man einen Verkehrsunfall hat, insofern das eigentlich nicht passieren mehr kann in dieser Welt, aber wenn man das hätte, dann wäre das auch so, dass man in ein Zentrum kommt, wie eine Art Reha-Klinik, wie eine Kur, und wird da innerhalb von 3 Tagen, plus minus, wiederhergestellt wie vorher. Und man kann auch von der Brücke springen, alle Teile von einem werden wieder aufgelesen und man wird wieder zu einem lebendigen Menschen
ja, macht das Sinn, ja, zusammengebracht. Aber es ist natürlich nicht so, dass alles jetzt ganz wunderbar ist. Dieses ewiges Leben, das hat natürlich auch so seine Nachteile, denn man hat recht schnell gemerkt, es kommen ja immer wieder Menschen nach, denn es gibt ja Kinder und irgendwie muss die Weltbevölkerung doch irgendwie auf ein normales Maß gehalten werden. Und so gibt es eben die Gilde, die Hüter des Todes, die Sais. Und das ist eben eine Gruppe von Menschen, relativ viele Menschen, die nach einer bestandenen Prüfung in ihrer Jugend eben ja, sich aufmachen und ja, Menschen nachlesen, also wirklich den finalen Todesstoß, wenn man so möchte, gibt. Und ja, diese Gilde, diese Sais, die Hüter des Todes, ja, von denen erfahren wir eben in den Büchern von Neil Schusterman. Wir betrachten diese Welt durch zwei Augen, und zwar von Citra und Rowan, die wir so im Alter von 16, 17 kennenlernen, die von ja, einem Sais, einem sehr hoch angesehenen Sais, in die Ausbildung aufgenommen wird, was sehr untypisch ist, weil eigentlich darf jeder Sais immer nur einen Auszubildenden, einen Lehrling haben. Aber er sieht in beiden etwas Besonderes und so nimmt er beide auf. Beide treten auch recht schnell in einen Konkurrenzkampf, denn es wird ja von der Sais-Gilde recht schnell auch klargestellt, also beide werden es wohl nicht sein können. Und ja, wer da als Besserer gewinnt, ja, der darf dann im Grunde auch nur Sais werden. Aber es wäre natürlich eine sehr langweilige Geschichte, wenn wir nur beide während ihrer Ausbildung kennenlernen würden, beziehungsweise während dieser Lehre, wobei auch das wäre schon spannend genug gewesen. Man hat natürlich auch einen Konflikt innerhalb der Gilde. Zum einen gibt es eben die etwas älteren, vernünftigeren Sais, zumindest in meinen Augen, die das Töten eben wirklich nur als Aufgabe, als Arbeit, als Pflicht ansehen. Es gibt aber auch die dafür gefeiert werden wollen, dass sie eben Sais sind und wirklich töten, weil es ihnen Spaß macht. Und man kann sich schon vorstellen, dass das einen sehr großen Konflikt, ein großes Konfliktpotenzial innehält. Und ja, im ersten Band tut sich das im Grunde alles schon auf. Und ich kann jetzt natürlich nicht Band 2 spoilern, beziehungsweise weiß ich auch noch nicht, wie das dritte Buch ausgehen wird und hoffe, dass es großartig wird. Umso bleibe ich jetzt einfach so auch bei dem ersten Buch von der Handlung. Wir haben hier also eine utopische Welt, in der eigentlich alles toll ist, was man aber recht schnell merkt, wenn man sich eben in diese Sais-Gilde umgibt, dass das doch nicht ganz der Fall ist. Und auch, ja, wie Menschen damit umgehen, dass es diese Sais gibt, wie es den Lehrlingen geht während ihrer Ausbildung, während sie Junior-Sais sind, wie die Welt funktioniert, auch mit einem ja, Thunderhead und einer künstlichen Intelligenz im Hintergrund, die das Reich der Lebenden im Grunde steuert. Das sind ja wirklich Wahnsinns grandiose Ideen für diese Science-Fiction-Welt, was es ja nicht anderes ist. Also eine Dystopie ist ja wirklich nur eine düstere Science-Fiction-Version unserer Zeit. Und das spürt man hier ganz, ganz deutlich. Also es ist sehr düster, es ist sehr packend, es ist unglaublich spannend. Und oh, mich hat diese Geschichte einfach total gepackt und mit hineingezogen. Und das lag unter anderem, glaube ich, tatsächlich auch am Sprecher, nämlich an Thorsten Michaelis, der die Hörbücher spricht. Es sind immer mehrere Sprecher benannt, weil man hat zum Beispiel Tagebucheinträge oder wenn manch einer oder etwas spricht, gibt es nochmal eine andere Stimme, was ich sehr angenehm finde, so diese Unterscheidung. Wobei ich finde, Thorsten Michaelis, er macht das grandios. Also ich finde ihn wirklich Hammer. Also wenn nicht mit der beste Sprecher, oder ich sag jetzt mal in den Top 5 der Sprechern, ist für mich Thorsten Michaelis. Er ist unter anderem die Synchronstimme von Sean Bean, den man ja zum Beispiel als Boromir kennt, im Herrn der Ringe, den man als Ned Stark in Game of Thrones kennt, den man als Odysseus in der Troja-Verfilmung mit Brad Pitt und Eric Bana kennt und so weiter. Also Sean Bean hat ja in unfassbar vielen Filmen und auch Serien schon mitgespielt und der hat für mich, also ich finde, dass diese Stimme absolut zu Sean Bean passt, auch wenn man seine Originalstimme kennt. Und ich bei mir läuft sofort der Film ab von ich bin Arya Stark im Winterfell und mein Papa liest mir abends diese Geschichte vor. Und das ist wirklich mein Film, der mit Thorsten Michaelis läuft. Man merkt diesen Mann an, dass er nicht einfach nur ein Hörbuchsprecher ist, ein Geschichtenerzähler, sondern dass er auch etwas Schauspielerisches in sich hat, was man ja sehr oft als Synchronsprecher einfach auch hat, einen Schauspielunterricht. Und man merkt
ihm das einfach an. Also wie wenn er in dieser Rolle drin ist, wie die er da spricht, wie wenn er eigentlich schon den Film vertont. Man könnte jetzt eigentlich nur hoffen, dass Sean Bean eine Rolle in der Verfilmung bekommt, die ja schon angeteasert wird in den Büchern, dass es eine Verfilmung zu der Size-Trilogie geben wird. Und ich könnte mir Sean Bean tatsächlich sehr gut als Size vorstellen. Und ich möchte, dass Thorsten hier Elis dann diese Stimme übernimmt. Ja, also ich bin total geflasht, ich bin total begeistert. Es gehört für mich wirklich zu den besten Hörbüchern, die ich je, glaube ich, gehört habe. Sie sind grandios vertont. Es ist Spannung, es ist die Atmosphäre, es ist alles greifbar, spürbar, hörbar und es macht mir unglaublichen Spaß. Und nicht nur die Geschichte ist grandios, innovativ und auch für mich wirklich in den Dystopien, und ich würde das jetzt als etwas ältere Jugendbuch-Dystopie einziehen lassen, wobei die Brutalität ist an mancher Stelle schon so, das würde ich keinen 14-Jährigen lesen lassen, aber ich denke so 16, 17 ist ein Alter, wo man mit der Geschichte was anfangen kann und natürlich Open End nach oben und deswegen auch etwas ältere Jugendbuch-Dystopie für mich wirklich ein Highlight. Gefühlt gibt es kaum etwas Besseres in diesem Genre. Wer eine Liebesgeschichte erwartet oder sich davor fürchtet, nein, da muss man sich gar keine Gedanken machen, also das passiert eher so irgendwo, wo man es nicht mitbekommt. Und das macht, es ist einfach großartig. Also mir fehlen auch die Worte, das zu greifen. Ich höre eine Stunde und ich bin gebannt und ich bin gefesselt und ich kann nachts nicht einschlafen, weil sich meine Gedanken um diese Geschichte kreisen. Und ich fand sie einfach großartig. Ich finde die Geschichte Hammer, die Vertonung großartig und ich freue mich jetzt mega auf den dritten Teil. Und ihr werdet auf jeden Fall in einer der nächsten Bücherwochen dann auch davon was hören. Und ich bin einfach totaler Fan, ich bin total begeistert. Und es ist für mich nicht nur ein Hörgenuss des Monats, es ist das ganze Buch, die ganze Reihe gehört definitiv auch wieder zu den Highlights des Jahres. Und auch tatsächlich im Bücherregal ist das für mich ist das eine Reihe, die den Highlight-Status definitiv verdient und zu meinen liebsten Büchern, Dystopien gehört. Und ich werde da den Fokus definitiv hinlegen. Ja, ich bin begeistert. Ich bin mega gespannt, was die anderen Mädels als ihren Hörgenuss des Monats vorstellen werden. Schaut da gerne mal vorbei. Ihr findet die Info zu den Büchern und zu den Mädels alles unten in der Infobox. Habt da viel nicht in der Infobox, doch in der Infobox und guckt in eure Abo-Box, wenn ihr die Mädels abonniert haben. Da kommen jetzt ja heute alle Videos dazu online. Und ich muss jetzt mich erstmal entspannen, runterkommen und dann werde ich auch die anderen Videos der Mädels anschauen und werde mich wahrscheinlich sehr, sehr böse anfixen lassen. Ja, das war's von mir zum Hörgenuss des Monats November. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video. Vielleicht kennt ihr ja die Reihe schon, zumindest auch Teil 1 und 2. Lasst mich das gerne wissen. Packt gerne alle Gedanken dazu unten in die Kommentare. Schaut euch in der Infobox um. Und ich hoffe, ihr habt so viel Spaß beim Hören wie ich. Beziehungsweise jetzt auch beim Schauen. Lasst es euch gut gehen. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.